Hallo liebe Fans und Freunde des Grappling-Sports, mein Name ist Mirko Kleinwischer und das ist unser Grappling-Fachexperte Daniel Leifeld. Wir berichten heute exklusiv für Ground & Pound TV. Wir befinden uns heute auf der FIBO. Die FIBO ist die Leitmesse für Fitness, Wellness und Gesundheit. Zum zweiten Male werden hier die deutschen Einzelmeisterschaften der deutschen Grappling-Liga ausgetragen. Und auch wie im letzten Jahr werden heute die Meister ermittelt und so kommt es natürlich auch, dass wir auch Titelverteidiger dabei haben. Daniel, wen haben wir heute hier am Start? Wer ist für dich vielleicht schon klarer Favorit? Was kannst du dazu sagen? Mit den Favoriten, die sind auf namentlich mit Sicherheit vertreten, auch zu Genüge in den Gewichtsklassen. Aber ob die sich am Ende immer so durchsetzen, das ist so eine Sache. Auf jeden Fall sehr stark in der 80-Kilo-Klasse vertreten mit Malte Jansen. Er hat ja lange Zeit ausgesetzt, macht heute sein Comeback. Er ist natürlich ein Kandidat, wo man sagen wird, in der Gewichtsklasse wird er im Wort schon mitreden. Aber auch Gregor Herb, der noch vor kurzem im MMA in Rumänien sehr erfolgreich war, möchte natürlich heute zeigen, dass seine Wurzeln, das Grappling zu seinen Stärken gehört und er in der 90-Kilo-Klasse mit Sicherheit für Furore sorgen kann. Maurice Kober wäre da noch zu nennen von Sam Kuike, Kahn Jesseler in seiner Gewichtsklasse, Manuel Maso von den Spartaner. Also man hört, ich liste hier eine ganze Reihe von Namen runter und dabei habe ich noch nicht mal alle erwähnt. Also mit Sicherheit wird hier für Qualität gesorgt sein. Leider ist ein Ausfall zu verkünden in der 65-Kilo-Klasse, aber dazu kannst mit Sicherheit du noch einiges sagen. Genau, danke. Genau, Ali Eichel-Selschuk ist heute leider nicht dabei, der musste leider verletzungsbedingt absagen. Aber sonst haben wir auch fast in allen Gewichtsklassen auch die Titelverteidiger dabei, außer mit Edin Bektaş und mit Harun Ükal. Die beiden sind nicht heute da, aber sonst wird es eigentlich alle guten deutschen Meister, die heute vertreten sind. Wir werden natürlich auch für euch wieder da sein, wir werden Interviews machen, wir werden halt versuchen, euch auf dem Laufenden zu halten und wünschen euch hier schon mal viel Spaß. Aber zum Abschluss nochmal die Sponsoren. Ja, wir bedanken uns bei Fyldiak, Mr. Big, Phantom MMA, Vantage Fighting, XDFC Fight Nutrition, Bodies, Weider. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja. Viel Spaß.